Dritte Abteilung. Vetter Franz. Helenchen wächst und wird gescheit und trägt bereits ein langes Kleid. Na, Lene, hast du schon vernommen? Der Vetter Franz ist angekommen. So sprach die Tante früh um 8, indem sie gerade Kaffee machte. Und hörst du? Sei fein, hübsch, manierlich und zeige dich nicht ungebührlich. Und sitz bei Tische nicht so krumm und gaffe nicht so viel herum. Und ganz besonders muss ich bitten, das Grüne war so ausgeschnitten. Du ziehst mir nicht das Grüne an, weil ich's nun mal nicht leiden kann. Ei, denkt Helene, schläft er noch und schaut auch schon durchs Schlüsselloch. Der Franz, ermüdet von der Reise, liegt tief versteckt im Bettgehäuse. So gähnt er eben. Es wird wohl Zeit, sich zu erheben und sich allmählich zu bequemen, die Morgenwäsche vorzunehmen. Zum ersten ist es mal so schicklich, zum zweiten ist es sehr erquicklich. Zum dritten ist man sehr bestaubt und viertens soll man's überhaupt. Denn fünften ziert es das Gesicht und schließlich Schaden tut's mal nicht. Wie fröhlich ist der Wandersmann, zieht er das reine Hemd sich an und neu gestärkt und friedlich heiter bekleidet er sich emsig weiter und erntet endlich still erfreut die Früchte seiner Reinlichkeit. Jetzt steckt der Franz die Pfeife an. Helene eilt so schnell sie kann. Plämm stößt sie an die alte Brause, die oben steht im Treppenhause. Sie kommt auf Handchen hergerollt, die Franzen Stiefel holen wollt. Die Lene rutscht, es rutscht die Hanne, die Tante trägt die Kaffeekanne. Da geht es klirr und klipp und klapp und auch der Onkel kriegt was ab. Ja, auch der arme Onkel kriegt was ab.